Carsten Vödinger. Junger, aufstrebender Künstler aus Deutschland, der sich fokussiert mit Baumaterialien auseinandersetzt. Das heißt mit Armierungseisen, mit Armierungsholz, mit Beton. Und hat eine tolle Installationsskulptur am Ende des Sportwegs, da bei der Stadionbrache, beim Hartum, realisiert, die Bezug nimmt auf diese, sage ich mal, übliche Umgangsform mit Beton. Beton wird ja normalerweise in richtig feste Formen hineingegossen, damit das irgendwie, ja. Bei ihm ist es eben das Gegenteil, es ist eine Softschalung, wie er das nennt. Ne? Es ist also eine kontrollierte Verunglückung und nicht Verunglückung ist vielleicht das falsche Wort, eine kontrollierte Auflösung des klassischen Umgangs mit dem Material. Ne? So, das heißt, also diese Schalung fließt, das ist Schaumstoff, das ist weich, da wird irgendwie. Ne? Und das Material kann sich dann auch ein bisschen entwickeln und bewegen. Ne?